ersten Morgen an der Polytechnischen Schule Urfa. Hier werden die Schüler bereits in der Früh musikalisch begrüßt. Es geht mir in erster Linie darum, gute Stimmung zu verbreiten, gleich in der Früh. Die meisten Schüler finden es angenehm, wenn Musik läuft. Manche Schüler stellen sich sogar dazu, singen dann mit. Musikalisch startet der Tag eben gleich besser. Wir machen Halt mit unserer LT1-Kultur am Poli Urfa. Die Skultur ermöglicht es engagierten Schülerinnen und Schülern und auch natürlich engagierten Lehrerinnen und Lehrern, einmal vor den Vorhang zu treten. Über 170 Schüler besuchen derzeit das Poli. Das Ziel, die Jungs und Mädels auf den Berufsalltag vorzubereiten. Ein Schwerpunkt, die Altenpflege. Wir haben eine Kooperation mit der Altenpflegeschule und die trägt eben Früchte. Es ist ganz, ganz wichtig, gerade dem Pflegenotstand ein bisschen entgegenzuwirken. Und im Hinblick darauf haben wir beschlossen, eben als Schwerpunkt die Altenarbeit für uns heranzuziehen. Eine Lehre gleich nach der Schule finden, nicht immer einfach. Das weiß auch Schulabgänger René Tilg. Vor einem Jahr war er noch Schüler am Poli. Jetzt macht er eine Lehre als Schallungs- und Tiefbauer bei der Firma Pohr. Hab das Poli fertig gemacht, habe auch noch mitbekommen, wie weitere Schüler, die damals eigentlich nicht so gute Chancen gehabt haben, dann auch zu uns, zu Pohr gekommen sind. Das war dann ein Kollege von mir, der mit mir in die Klasse gegangen ist, einfach da uns da ein besonderer Lehrer, der Herr Busch, sehr in den Hintern getreten hat, wenn ich es mal so sagen darf, und uns wirklich dazu ermutigt hat, dass wir genug Bewerbungen schreiben. Nebenbei besucht René jetzt Schulen und gibt Tipps zum Thema Lehre machen. Unsere Schüler drängen halt auch massiv jetzt in die Bauberufe hinein. So Beruf Maurer ist oft als uncool angesehen worden. Da hat sich etwas verändert. Ganz einen starken Trend haben wir im Bereich des Gesundheitswesens. Die LT1-Kultur am Poli Urfa. Nächster Stopp ist dann die Polytechnische Schule in Ried.